Hallöchen meine Damen und Herren, willkommen zu einem sehr besonderen Video und zwar dem Xbox Unboxing. Ihr alten Übergönner habt mir über Twitch die neue Xbox geschenkt. Ihr habt mich, also vor allem Nico, mehr oder weniger im Spaß dazu überredet, die ganze Geschichte mal als Spendenziel auf Twitch reinzustellen. Und als ich dann eigentlich ja wieder zurückziehen wollte, weil es mir dann doch zu dödelig vorkam, hat Nico einfach schon angefangen und Geld drauf gespendet und dann war es halt drin. Ab dann konnte ich nicht einfach zurückziehen. Und jetzt war es, glaube ich, ein Monat, nee, zwei drin. Oh shit! Und es ist für mich wirklich ganz, 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 ganz besonders. Denn ihr wisst ja, ich bin eigentlich, deep down in my heart, Konsolenspieler. Ich mache zwar die Hauptunterhaltung hier auf YouTube, Twitch und so weiter am PC, aber wenn ich selbst spiele und auch immer gespielt habe in den letzten 20, 25, 30 Jahren, war ich hauptsächlich an Konsolen unterwegs. Und als die neue Xbox rauskam, war ich natürlich auch sehr interessiert daran. Anfangs war es gar nicht einfach, an die ranzukommen, weil sie ja entweder schweineteuer war oder einfach überhaupt nicht verfügbar. Und ich glaube, sie kam Ende 20, Anfang 21 raus. Und als sie dann wieder da war, ja, war ich halt dann doch so, es war schwierig. Also ich konnte da nicht einfach reinkaufen, weil, naja, meine Freundin und ich haben uns ja ein Haus gekauft und man hat natürlich versucht oder versucht dann grundsätzlich alle unnötigen Einkäufe runterzufahren. Und ich habe ja eine andere, ich habe ja die Xbox One X, das ist bis dahin die stärkste gewesen und es gab zu dem Zeitpunkt auch immer noch keinen Grund, die neue zu kaufen, weil es nichts gab, was nicht auf der alten lief. Das kommt ja erst, ich glaube, dann mit GTA, mit dem neuen und so weiter. Also es gab keinen Grund, die neue zu kaufen, außer dass man sie haben will. Ja, und jetzt ist sie einfach da und dann zumal halt auch noch geschenkt. Also vielen, vielen, vielen Dank. Ich werde noch gucken, wie ich das mache mit den Spendern, also mit den Namen. Ob ich auf das Teil dann irgendwie was draufmal für alle, die Dummbabber draufschreibe oder die einzelnen Namen draufschreibe von den Spendern. Ich kann mal ganz kurz, kann ich die Sache aufmachen? Ich danke jetzt einfach direkt den Leuten, die ich hier auf der Liste sehe von Thrones selbst. Das ist die Seite, über die wir die ganze Geschichte hier gesammelt haben. Und zwar einmal vielen, vielen Dank natürlich an Nico. Du hast das meiste Geld gespendet und bist auch der Grund, weswegen ich die überhaupt da drin hatte. Du hast mich überredet, das Teil da reinzumachen. Vielen, vielen Dank an dich. Danke auch an TubeU, Anonymous. Ich weiß nicht genau, wer das ist. Vielleicht, das könnte Blumi gewesen sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit Blumi. Danke natürlich auch an dich, Gretel. Ein großes Dankeschön auch an Ajax, du hast auch richtig reingebrettert. Und Raudi, also Green Roadrunner. Ich glaube, das ist doch zweimal Anonymous. Leute, wenn ihr euch da nicht richtig hinschreibt, verschissen nochmal. Also einer davon ist auf jeden Fall Raudi. Sendekrieger, bei dir bin ich mir nicht ganz sicher, ob du nicht auch drauf geballert hast. Das sind halt drei Anonyme, ich kann es nicht genau sagen. Wartet. Ach ja, genau, ich sehe es hier gerade noch. Skandalf hat auch noch Geld gespendet. Vielen Dank auch an dich natürlich, Skandalf. Das ging hier nicht ein, das ging über eine normale Spende. Aber egal, vielen, vielen Dank. Ich bin so hyped auf das Ding, dass ich jetzt um kurz vor 2 Uhr morgens auf jeden Fall noch aufbauen werde und einrichten werde, obwohl ich um 6, spätestens 7 wieder aufstehe und meine Tochter habe und dann auch abends wieder streamen. Aber ich muss einfach. Ich habe so absolut Bock drauf. Also ich will sie zumindest mal anschließen. Ich gucke mal, dass ich sie noch kurz öffne. Ich glaube, eine Seite reicht wahrscheinlich. Hier an der Seite sind so Teile, die du von einer Seite halt gut abziehen kannst. So, und jetzt glotze ich mal. Nein, geht es? Nein. Müssen wahrscheinlich beide sein. Ich habe auch meinen Mate, der immer vorbeikommt. Ihr wisst, mein Zahnarzt, mit dem ich immer reinzock. Dem habe ich direkt geschrieben, Alter, die Xbox ist, wenn du das nächste Mal kommst, ist sie da. Und er so, holy shit, dude. Es ist schwieriger als gedacht. So. Okay, wie flatter ich die Sache jetzt auf? Wie geht diesen, ohne dass alles rausfällt? Ja, vielleicht noch die hier öffnen euch. Jetzt kann ich diesen hier machen. Und sie noch nicht freilegen, denn er ist noch kruscht. Ah, okay, die ist hier unten. Oh, shit, dude. Tatsächlich ein kleines Stück kleiner, als ich dachte. Ich habe die nie irgendwie vor mir stehen gesehen. Und ich habe an einen etwas größeren Klotz gedacht, was mir aber zugute kommt. Weil ich nicht genau weiß, wie ich die noch aufstellen soll. Unser Fernsehplatz ist ziemlich, also der vollgeballert. Also der Tisch, das Sideboard, auf dem der Fernseher steht, ist die alte Xbox passt gerade so unter den Fernseher links vorne. Aber das Ding ist natürlich zu groß, muss ich mal gucken. Alter, ist das krass verpackt. Boah, boah, warte mal. Okay, also, oh, ist die schwer, ach du Scheiße. Das ist einfach ein kleiner Klotz. Warte mal, ich stelle sie mal hin. Ich glaube so rum. Hier ist einmal so ein Schnelleinstieg dabei, kennt man ja. Und ich denke, hier hinten der Controller ist zumindest so schwer wie einer. Ja, einmal das superschnelle HDMI, Ultra High Speed. Wow. Strom, ui direkt, ohne Trafo. Okay. Und hier ist der, hoppala, Controller. Da bin ich auch gespannt, ob der sich von dem anderen unterscheidet. Nö. Ist eigentlich das Gleiche. Nur, dass man hier noch einen Knopf hat. Ich nehme an, um
direkt Medien hochzuladen, was ich nicht vorhabe. Und die Batterien sind dabei oder was? Das ist ja ein Service. Okay, ich hab so Akku-Packs. Mal gucken, ob die hier drauf auch passen. Ich weiß auf jeden Fall, dass die alten Controller auch an der neuen Konsole gehen. Die Spaltmaße sehen ja auf den ersten Blick voll groß aus, als wenn das Ding irgendwie mal auseinandergenommen worden wäre. Aber es ist gleichmäßig und hat keine Kratzer. Also denke ich, mehr oder weniger neu. Und der Knopf ist ein bisschen kleiner als bei der alten. Ich hoffe, dass der nicht so hell ist oder dass man die Helligkeit umstellen kann. Das Pad hier fühlt sich ultra krass an. Und es hat viel mehr Klick-Klack-Stellen als das alte. Okay, dann hier natürlich noch Gebrauchsanweisung und was weiß ich, Product Warranty Guide und pipapo. Und sonst ist hier nichts mehr drin. Ich denke, auf die Specs muss ich jetzt nicht großartig eingehen, nehme ich an, das kann man einfach online nachgucken. Oh, hier ist dieses Grün. Jemen. Okay, wartet. Ich vertatsche die jetzt natürlich komplett. Man kann sie so hinstellen, was ich wohl auch machen werde. Außer, das weiß ich noch von früher, wenn man das Laufwerk viel benutzt, wie man hier sieht, hat sie nämlich hier Füße, könnte man sie auch so hinstellen. Ich weiß, dass das bei der alten auf jeden Fall ein Problem war mit dem Laufwerk. Das ist irgendwann kaputt gegangen, wenn man sie nicht hingelegt hat. Das ist vielleicht bei der neuen jetzt nicht so, aber ja, mal gucken. Mittlerweile habe ich sowieso so gut wie alles halt digital. Ich werde es auf jeden Fall vorerst so hinstellen. Ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank für dieses ultra geile Teil. Ich bin ja bereits am Freitag im Stream komplett ausgeflippt wie so ein Schnitzel und habe mich gefreut, dass das Ziel voll ist und ja, dass es euch auch gefreut hat. Und meine Sorge war halt am Anfang, dass es irgendwie blöd oder komisch rüberkommt, ne? Weil das ist halt sowas, weiß ich nicht. Es ist, natürlich wird es als Arbeitsmittel, das ist klar, da wird dann GTA 6 drauf gespielt und habe jetzt auch ein Unboxing gemacht und so weiter und so fort. Das wird dann schon in die Arbeit einfließen, das Ding. Aber es ist halt schon so, ja. Ich habe mich am Anfang nicht getraut, das als Spendenziel reinzumachen. Aber vor allem Nico hat mich dann überzeugt. Winnie meinte ja auch, kloppt das Ding rein und so. Mach doch jetzt. Und ja, jetzt habe ich es gemacht, jetzt habe ich das Ding hier. Vielen, 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 vielen Dank. Dann sehen wir uns im nächsten Livestream. Und ich berichte euch natürlich gerne noch, wie das Ding so rennt. Haut da rein. Und bis dann. Danke und bye bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.